wie Weihnachten. Die Beute aus den 4 Einbrüchen nahezu komplett vorhanden. Dazu Sachen, von deren Herkunft wir nichts wissen. Ist wirklich wie Weihnachten. Endlich ein Lichtblick. Jetzt hört's auf mit den Schlafstörungen und Magendrücken. Jetzt geht's den Brüdern an den Kragen. Was ist mit dem Bader? Na, den haben sie wirklich ein Kuckucksei ins Nest gelegt, ohne viel zu fragen, nehme ich an. Leutnant Vera Arndt, ich appelliere an die finstersten Ecken Ihrer Fantasie. Solange es unter uns bleibt, dann appelliere. Nehmen wir mal an. Du hättest hier diesen ganzen Schwung zusammengebracht. Du hättest aber keine Lagerkapazität. Müsstest es in fremde Wochenendhäuser einlagern. Das geht doch nicht ewig gut. Bis zum Frühjahr muss doch alles wieder weg. Ich müsste eine Hehlerorganisation aufziehen. Organisation ist bei uns nicht drin. Gott sei Dank, würde ich als Atheist sagen. Ich biete das meist den Inseraten an. In der Bezirkspresse, in den entfernteren Bezirken natürlich. Mhm. Und den Rest, den vertreibe ich unter der Hand. Ja, in diesem Fall wimmelt es von Inseraten. Wir werden sehr viel die Bezirkspresse lesen müssen. Und ich kümmere mich um Inseratenannahmestellen, wie gehabt. Genau. Und das Diebeslager hier ist der klassische Köder. Überlegst du, wie du mir das klar machen willst? Wir müssen genau abwägen. Das Diebeslager oder der Bekanntenkreis von Bader. Niemand weiß hier etwas von dem Fund, außer Bader. Und das muss den Einbrechern zur Falle werden. Die müssen da irgendwann mal hier auftauchen. So ist es. Also, das Haus hier wird bewacht. Und wenn die Einbrecher kommen, um abzuladen oder abzuholen, schnappt die Falle zu. Hoffentlich haben nicht zu viele uns und den Bader hier gesehen. Ach, Mädel, bring mich nicht um meine gute Laune. Die Falle muss schnappen.